Guten Abend und herzlich willkommen zum Adventskalender von der Kammerphilharmonie Graubünden. Das Orchester der Alpenstadt hat sich dieses Jahr etwas ganz Besonderes für Sie einfallen lassen und überrascht Sie jeden Abend aufs Neue mit der Weihnachtsgeschichte von Fuchs zu Gans. Kommen Sie deshalb etwas näher und hören Sie genau hin. Mit ein wenig Glück und einem guten Gehör haben Sie die Chance auf attraktive Vergünstigungen für eines der Konzerte der Kammerphilharmonie Graubünden. Viel Spaß und viel Vergnügen wünschen euch schon jetzt Fuchs und Gans. Hallo, liebe Leute. Ich muss zugeben, manchmal bin ich nicht so der schlaue Fuchs. Gestern beispielsweise wollte ich, armer kleiner Fuchs, eine Bank ausnehmen. Hab ja schließlich in der Stadt gelernt, dass man für alles Geld braucht und am meisten Geld gibt's wohl in der Bank. Also hab ich mich mit einer Meise und ein paar Tauben zusammengetan. Wir hatten voll den guten Plan. Die Tauben sollten in der Bank rumflattern und ich sollte inmitten des Tumults mit dem Geld abschleichen. Ne, klappte leider nicht. Ich armer kleiner Fuchs musste nämlich an meine geliebte Gans denken, an meine Wahnsinns-Weihnachtsgans. Nach meiner lieben Gans suche ich jetzt ja schon seit 10 Tagen und das ganz ohne Erfolg. Im Gegenteil, ich armer kleiner Fuchs kam nun überall in einen Riesenradau rein. Erst im Museum, dann im Theater, dann im Kaufhaus und gestern eben in der Bank. Oi, war das ein Tumult, sag ich euch. Voll den schrillen Alarm hat es in der Bank gegeben und kaum schrillte dieser Alarm los, kamen so Polizistenmenschen reingestürmt in die Bank. Und einer dieser Polizistenmenschen sah mich und machte ganz ärgerlich, ja husch husch raus mit dir, Fuchs. Und das, obwohl ich ja eigentlich der Bankräuber war, sogar der Chefbankräuber. Und so huschte ich eben aus der Bank raus und draußen wartete schon mein Mitbankräuber, die Meise und die Tauben und das alte Eichhorn, wobei das alte Eichhorn eigentlich gar nichts gemacht hatte, außer in den Bäumen dort drüben beim Museum Wache zu halten. Aber auch das hat das alte Eichhorn versiebt. Sonst wären wir ja gewarnt gewesen vor den Polizistenmenschen. Ja, egal. Die Tauben, die Meise und das alte Eichhorn und ich saßen dann so hinten im Park und machten eine Lagebesprechung. Und alle fanden, die Lage ist nicht so gut. Naja, und meine Laune war ziemlich gleich wie die Lage. Und so hatte ich keine große Lust, weiter zu diskutieren. Ich hatte viel mehr Lust auf was im Bauch, hatte nämlich tierisch Hunger. Und so schlich ich mich weg, um irgendwo was zu essen, und die anderen haben das vor lauter Diskutieren, glaube ich, nicht mal bemerkt. Nun, ich trottete jedenfalls ganz traurig durch die Stadt, war alles schon dunkel, nur in den Fenstern, in den Menschenhäusern hat's noch Licht, ne? Und dann erspähte ich eine Tafel. Und ratet mal, was auf der Tafel stand? Ja, auf der Tafel stand Rind, Huhn, Kalb. Alles frisch vom Bio-Bauernhof. Oi, dachte ich, wo's ein Rind hat's und wo's ein Huhn hat und wo's ein Kalb hat, da hat's vielleicht auch eine Gans. Vielleicht sogar meine Weihnachtsgans. Also huschte ich an der Tafel vorbei, durch eine Tür hindurch und tusch, auf einmal war ich in voll einem großen Raum mit ganz viel Tischen und Stühlen drin und auf diesen Stühlen saßen überall Menschen an Tischen. Was die da oben auf den Tischen taten, sah ich nicht, aber ich hab mittlerweile ja gelernt, Vorsicht, Fuchs, wenn du auf so viele Menschen triffst, gibt's das meist einen Riesenradau. Drum bewegte ich mich ganz vorsichtig von Tisch zu Tisch, ging ganz schön unten durch. Irgendwann fand ich das aber ein bisschen mühsam und vor allem waren da viel zu viel Menschenfüße und noch dazu halt sah ich nirgends so ein Kalb oder ein Huhn und schon gar nirgends sah ich meine Gans. Und so stupste ich halt doch nochmal so ein Menschenskind an und fragte, hey, hast du hier eine Gans gesehen? Zur Antwort bekam ich aber nichts als einen Tritt. Also huschte ich weiter unten durch bis zum nächsten Tisch, aber hier bekam ich einen Tritt versetzt, bevor ich überhaupt nach dem Kalb oder meiner Gans fragen konnte. Das fand ich nun ein bisschen sehr ärgerlich und so huschte ich dann ganz schnell weiter und zwar so schnell, dass ich den nächsten Tisch verpasste und in die Küche gelangte. Ui,
war da eine Wärme und überall zischte es. Große Pfannen standen rum und dazwischen fuchtelte so ein Menschenskind, das in einer weißen Schürze und einer riesigen weißen Mütze steckte. Erinnerte mich an einen Schneemann, dieses Menschenskind mit seiner weißen Mütze, aber es war hier in der Küche viel, viel heißer als im Wald bei den Schneemännern. Ja, und dann war ich halt neugierig, was da alles so zischt und brutzelt ringsum. Und so sprang ich schlauer Fuchs, auf ein Fenstersims. Weil nämlich ein Fenstersims fand ich besser als eine Theke oder einen Tisch, weil auf sowas verbrannte ich mir ja beim Maroni-Mann kürzlich die Pfoten. Sprang ich also auf ein Fenstersims und nun sehe ich, wie da drüben in der Pfanne die Soße blubbert. Und wie daneben irgendein Gemüse vor sich hinschwitzt und da in einem Topf irgendwas wie ein Huhn vor sich hinschwimmt. Ja, voll komisch fand ich das, weil das Huhn, das macht ja normalerweise so ein Gegacker, aber das Huhn hier im Topf macht jetzt mehr so ein Gebrutzel und Gezische und das erschreckt mich so, dass ich einen Sprung mache und zwar gleich über den Koch hinweg. Aber ich habe nicht mit seiner übergroßen weißen Mütze gerechnet. Ich verfang mich also in der Mütze und kugel nach der unsanften Landung auf dem Boden halb in der Mütze liegend durch die Küche und dann durch einen großen Saal, in dem all die Menschenskinder an ihren Tischen sitzen. Und nun wird's mir zu bunt. Ich streck also alle meine Vierer aus, um aus der blöden Mütze rauszukommen, aber durch die blöde Bewegung spring ich wie von selbst in die Höhe und land ganz flach auf dem Tisch und rutsch so über den Tisch dahin, räum dabei ganz viel Besteck und viel Gläser ab und Teller noch dazu. Und irgend so ein rundliches Menschenskind findet das super komisch und lacht ganz laut und ruft aus, ha, heutzutage kommt aber auch alles auf den Tisch. Aber ich finde das ja gar nicht lustig, ja vor allem jetzt nicht, weil der Tisch ist fertig und ich fall auf den Boden. Immerhin, ich kugel noch weiter und zwar gleich raus aus dem Saal, raus auf die Gass. Und wie ich jetzt auf der Gass so zum Stillstand komme und wieder auf alle Viere komme, da finde ich, auf einem Bauernhof ist mit einem Kalb, Huhn, Rind und Gans doch ein bisschen einfacher als hier. Dort weiß man doch, was ein Mu ist oder ein Gegacker. Aber hier in der Stadt, hier kommt alles auf den Tisch, ohne dass man sieht, was es ist. Na, da ich armer kleiner Fuchs gerade so auf der Gass vom Restaurant sitze, hab ich noch Zeit, euch eine Rätselfrage zu stellen. Könnt ihr die Rätselfrage beantworten, warten bei der Kammerphilharmonie Graubünden verschiedene Vergünstigungen auf Konzerteintritte auf euch? Also, und die Rätselfrage ist: Worauf kommen in so einem Restaurant all die Sachen wie ein Kalb und Rind? Klar, die kommen auf den Teller. Aber der wieder kommt auf den... Ja, eben, ne? Ist ja ganz einfach, ne? Ist leicht. Und das sagt der Fuchs. Gute Nacht. Na? Wissen Sie die Antwort? Wenn ja, dann haben Sie nun die Möglichkeit, diese als Promotionscode in den nächsten 24 Stunden in unserem Ticketshop für das Konzert Mozart einzulösen. Gehen Sie dafür auf www.kammerphilharmonie.ch/tickets und finden Sie heraus, ob Sie richtig lagen. Über Ihre Teilnahme sowie Ihren Besuch würden wir uns natürlich freuen und hoffen, Sie auch morgen wieder vor dem Gebäude der Graubündner Kantonalbank begrüßen zu dürfen. Eine besinnliche Adventszeit und frohe Festtage wünscht Ihnen die Kammerphilharmonie Graubünden.